Das ist mein M1 Pro MacBook Pro in 14 Zoll. Etwa 6 Wochen habe ich das Teil jetzt im Einsatz. Und wie die meisten von euch wohl mittlerweile wissen, das hier ist ein richtig, richtig guter Laptop. Und in diesem Video will ich euch ein Update von meinen Erfahrungen geben mit diesem Basis M1 Pro MacBook Pro 14 Zoll. Ich möchte einige Dinge in Bezug auf die Performance klarstellen. Ob mehr Software mittlerweile die 120 Hertz unterstützen, wie sich das mit 3D-Audio bei Filmen verhält und was mich am M1 Pro MacBook Pro im Alltag stört und was mir gefällt. Herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian. Los geht's. Und wir starten direkt mit der Performance-Rubrik, denn wovon ich mir schon ein bisschen mehr versprochen habe, das ist die Prozessor- bzw. Grafikpower von meinem Basis M1 Pro, was aber in erster Linie mit falschen Erwartungen meinerseits zusammenhängt. Jo, das Ding ist schneller als mein M1 MacBook Air, was ich vorher besaß. Video-Editing läuft nach wie vor einen Ticken flüssiger, kleinere Ruckler passieren seltener, die Vorschauwiedergabe klappt in höchster Qualität, Effekte in Final Cut werden schneller berechnet. Aber die Unterschiede des Basis M1 Pro MacBook Pros im Vergleich zum normalen M1 sind im Alltag und bei normalem Video-Editing wirklich nicht allzu groß. Und auch das Exportieren von Videos geht nur minimal schneller, da diese Zeit halt in erster Linie von den Encodierblöcken im Prozessor vorgegeben wird. Und hier hatte der normale M1 ja ebenfalls entsprechende Encodierblöcke eingebaut. Wer hier mehr Performance haben möchte, muss schon zum M1 Max Prozessor greifen, der nochmal eine ganze Ecke über dem M1 Pro liegt und eben auch die doppelte Anzahl an Blöcken zum Encodieren von Videos besitzt. Wo der M1 Pro im Vergleich zum normalen M1 seine Muskeln spielen lässt, das ist bei der Komplexität von Projekten. Ich habe das in meinem ersten Test bereits angedeutet und möchte das hier nochmal klarstellen. Je mehr ihr mit Farbkalibrierung arbeitet, Effekten oder gar ProRes, je mehr Spuren ihr bei Final Cut oder Logic 3 einfliegt, ihr gar mit 8K arbeitet, GPU-aufwendigen Codecs arbeitet, da werden die Abstände zum normalen M1 größer. Und mit dem M1 Max wird diese Lücke nochmal deutlich größer. M1 Pro und M1 Max sind wirklich für professionelle Workflows beim Video-Editing, Grafikdesign, Xcode-Entwicklung und 3D-Modellierung optimiert. Ihr solltet euch also gut überlegen, welche Aufgaben ihr mit eurem Rechner so durchführt, denn es ist gut möglich, dass in eurem Workflow der M1 Pro gar nicht so einen großen Geschwindigkeitsunterschied zum normalen M1 darstellt. Diese neuen MacBook Pros sind für professionelle Anwender mit komplexen Aufgabengebieten. MaxTech hat hier auch mehrere ziemlich gute Videos zu veröffentlicht, die ich euch auch unten in der Beschreibung verlinken werde. Kommen wir zum Punkt unausgereifte Software, denn das ist nach wie vor ein Problem. Denn in meinen 6 Wochen mit dem M1 Pro MacBook Pro 14 Zoll hatte ich noch das ein oder andere Software-Defizit zu beklagen. Final Cut ist mir dann und wann mal abgestürzt, die Tonwiedergabe ist mir beim Video-Editing ab und zu abhanden gekommen und nur ein Neustart von Final Cut half. HDR-Unterstützung bei YouTube macht nach wie vor Probleme. Gelegentlich habe ich unerwartet den Warteball sehen müssen und die 120 Hertz Unterstützung gab es im Grunde nur in der Fotos-App und bei Systemanimationen. Das ist jetzt alles nichts Großes, denn im Großen und Ganzen funktioniert Monterey schon gut, aber irgendwie fährt das System noch mit angezogener Handbremse. Es gab zwischendurch mal ein bisschen Verwirrung um eine 120 Hertz Unterstützung für eine Entwicklerversion von Safari, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos nach wie vor keine 120 Hertz Unterstützung in Safari vorliegt. 120 Hertz Unterstützung läuft auf einem iPad Pro nach wie vor einfach besser. Die jüngsten macOS Monterey Betas haben zwar insgesamt für Verbesserungen gesorgt, aber Apple hat hier nach wie vor einiges an Hausaufgaben zu erledigen. Was das Display angeht. Ich liebe ja dieses Mini-LED-Display mit den 120 Hertz bis zu 1600 Nits Helligkeit bei HDR-Inhalten und den OLED-ähnlichen Schwarzwerten. Und diese Schwarzwerte sind für mich auch bei der Videoproduktion ein echter Vorteil, denn wenn ich beispielsweise mit einem Greenscreen arbeite und die Beleuchtung mal nicht ganz perfekt ist, dann kann ich Fehler auf diesem Bildschirm viel besser erkennen als auf dem klassischen grau-schwarzen und dunkleren LCD-Bildschirm des MacBook Air.
auch wenn ich HDR-Inhalte bearbeite, macht das hellere Display des M1 Pro MacBook Pros im Vergleich zu meinem vorigen M1 MacBook Air einen Unterschied. Was mich aber schon stört ist, dass ich, obwohl das MacBook Pro 14 Zoll keinen Touchscreen besitzt, regelmäßig irgendwelche kleinen Fettflecken, Abdrücke oder Krümel am Display habe. Das ist jetzt nicht so schlimm wie bei meinem Intel 16 Zoll MacBook Pro von 2019, was ich früher hatte, wo regelmäßig die Tastatur nach dem Aufklappen Abdrücke auf dem Display hinterließ. Ein Teil kommt vielleicht auch von diesen dünneren Rändern an dem tollen Mini-LED-Display, denn wenn man sein Display ein wenig in die richtige Position schiebt und vielleicht nicht ganz korrekt aufpasst, dann hat man direkt ein paar Fettflecken von den Fingern am Rand des Bildschirms produziert. Auch hier gilt, das ist jetzt keine große Sache, aber vielleicht verkauft Apple ja auch gerade deshalb so wahnsinnig viele von diesen tollen, teuren Poliertüchern. Was mich nach wie vor begeistert, das sind die eingebauten Lautsprecher. Die Lautsprecher bieten einen tollen räumlichen Klang. Ich kann mich hier nur wiederholen im Vergleich zum Test mit beeindruckenden 3D-Effekten und auch ordentlich Bass. So, dass ich des Öfteren sogar auf meine Kopfhörer beim Filmeschauen verzichtet habe, weil es eben auch so schon Spaß machte. Hier kommen wir aber auch direkt zu einem kleinen Downer, den ich auch erst im Laufe der Zeit festgestellt habe. Denn 3D-Audio über die integrierten Boxen und auch über die AirPods Pro, AirPods 3 und AirPods Max bekommt ihr nur bei Apple Music und Apple TV Plus Inhalten. Weder Disney Plus noch Netflix unterstützen unter macOS Monterey 3D Audio. Beide bieten keine eigenständigen Mac-Apps an und im Safari-Browser unterstützen die Anbieter kein 3D Audio, obwohl es technisch möglich wäre. Das zeigt wieder mal Apple selbst, welche sowohl über die TV-App als auch über Safari unter tv.apple.com 3D Audio ausspielen. Und ja, macOS Monterey bietet die Funktion Stereo zu 3D Audio und ja, das ist beim Filmeschauen schon besser als normales Stereo, aber echtes 3D Audio ist in Sachen Räumlichkeit und Effektortung nochmal besser. Wer also auf sowas Wert legt, sollte das eventuell berücksichtigen. Hier wäre ein M1 iPad Pro 12,9 Zoll mit Mini-LED-Display eventuell die bessere Wahl, denn neben Apple bieten hier auch Netflix und Disney Plus echtes 3D-Audio. Was mich nach wie vor begeistert, das ist die Qualität der eingebauten Mikrofone. Der eingebaute Mikrofonring ist so gut, dass es mir bei der Videoproduktion sogar echt Zeit sparen kann. Einfach MacBook aufklappen, Videoaufnahme starten und los geht's. Kein ewig langes Aufbauen des Equipments, Anschließen von Mikrofonen, Aufbauen von Stativen. Das, was ihr in diesem Video hört, ist wie schon beim Test über die im M1 Pro MacBook Pro eingebauten Mikrofone aufgenommen und die Qualität ist selbst für YouTube-Videos locker ausreichend. Klar, man sollte jetzt nicht zu weit weg sitzen vom MacBook, aber die Entfernung spielt für jedes Mikrofon generell eine Rolle. Aber so in normaler Sitzweite vor dem Laptop, da ist die Qualität schon echt gut. Schade, dass die 1080p FaceTime-Kamera nicht auf demselben Niveau wie die Mikrofone ist, denn nach etwa 6 Wochen Nutzung hat sich mein Eindruck nur verstärkt, dass die FaceTime-Kamera der vielleicht größte Schwachpunkt des M1 Pro MacBook Pros ist. Ja, sie ist besser als bei früheren MacBook Pros, ja, sie ist auf dem Niveau der M1 iMacs und ja, sie zählt auch qualitativ zum oberen Bereich im Vergleich mit anderen Webcams. Aber im Vergleich zum Rest des herausragenden MacBook Pros fällt die Webcam ein wenig ab. Die Szenen von mir im Video, also das hier gerade, die sind alle mit der eingebauten MacBook Pro Kamera aufgenommen. Diese Aufnahmen sind gut, solange das Licht wirklich hell ist. Sobald es etwas dunkler wird, dann lässt die Qualität schnell nach und wird auch relativ schlecht. Aber natürlich verwendet man die Webcam in erster Linie für Zoom-Calls oder FaceTime und hier ist die Qualität locker, locker ausreichend. Kommen wir zur Akkulaufzeit und die ist eine komplizierte Angelegenheit, denn hier ist alles drin von 4 bis 17 Stunden, je nachdem was ihr macht. Wenn man viel Video-Editing macht, ohne ans Stromnetz angeschlossen zu sein oder wenn man viele Videos auf höchster Helligkeit schaut, weil die Dolby Vision Inhalte mal wieder so dunkel ausgespielt werden, dann kann man der Akkuanzeige schon zuschauen, wie sie runtertickt. Da kann man beim Video-Editing seinen MacBook Pro auch in 5 Stunden killen und wenn man jetzt nur ein bisschen in Word tippt, im Internet surft oder E-Mails beantwortet, dann hält das Teil dagegen locker 15 Stunden durch. Man merkt, dass Prozessor und Display mehr Performance bieten als beispielsweise beim M1 MacBook Air oder M1 MacBook Pro 13 Zoll.
Dort sind die Schwankungen bei weitem nicht so stark und der Akku hält auch beim Videoschauen oder Video-Editing länger. Dafür bekommt ihr eben beim M1 Pro, MacBook Pro, eine bessere Performance und ein besseres Bild. Es ist halt wirklich schwer zu sagen, welche Akkulaufzeit dieser Rechner bietet, da es so stark, so extrem stark davon abhängt, was ihr mit der Kiste macht. Was ich euch aber sicher sagen kann, ist, dass kein Windows-Laptop mit den neuen MacBook Pros mithalten kann. Sowohl bei der Akkulaufzeit als auch bei der Performance, welche bei Windows-Laptops im Akkubetrieb sowieso nochmal deutlich gedrosselt wird. Okay, was mich im Laufe der Zeit am neuen M1 Pro MacBook Pro doch noch ein wenig gestört hat, ist die Gehäuseform und vor allem die glatte Oberfläche. Ich nutze das MacBook gerne im Sitzen, auf den Beinen, mal klemme ich es mir auch im Schneidersitz zwischen die Beine. Wenn ich im Liegen auch mal einen Film schaue, dann stelle ich den Rechner auch gerne mal irgendwo auf mir ab. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber vielleicht machen es ja ein paar andere da draußen auch noch so. Dadurch, dass die Gehäuseform der neuen MacBook Pros nun aber etwas dicker und weniger abgerundet ist und die Aluminiumoberflächen nach wie vor super glatt sind, da rutscht das M1 Pro MacBook Pro gerne mal schnell in die eine oder andere Richtung. Das M1 MacBook Air oder das M1 iPad Pro mit Magic Keyboard sind bei weitem nicht so rutschig. Ebenfalls keine große Sache, nur etwas nervig vielleicht. Für Leute, die das Ding eben nur auf dem Schreibtisch nutzen, ist das natürlich herzlich egal. Kommen wir zu meinem Fazit nach 6 Wochen mit dem Basis M1 Pro MacBook Pro 14 Zoll. Also zunächst einmal möchte ich festhalten, dieses MacBook Pro ist wirklich ein grandioses Gerät. Es hapert nach wie vor noch ein wenig am Software-Feinschliff, bei der 120-Hertz-Unterstützung, bei Dritthersteller-Apps, in macOS Monterey generell und auch bei Final Cut. Außerdem gibt es kleine Details wie die mangelnde 3D-Audio-Unterstützung abseits von Apple, die sich vermutlich nicht so schnell ändern wird. Oder die flutschige Oberfläche, die mich im Alltag ein wenig stört. Außerdem wünsche ich mir insbesondere schnellere Renderzeiten. Diese gibt es aber in erster Linie mit dem M1 Max Prozessor. Dieser wäre aber für das, was ich mache, ein ziemlicher Overkill in Sachen Preis und Leistung. Es ist also nicht ganz so einfach. Wenn ihr nicht gerade professionelle Nutzer seid und keine komplexen Arbeiten zu erledigen habt und vielleicht noch ein M1-Gerät nutzt, dann solltet ihr euch sehr gut überlegen, ob euch das Upgrade zum M1 Pro MacBook Pro 14 Zoll den Aufpreis wirklich wert ist. Wer noch von einem Intel-Rechner kommt, keine Frage. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, hier liegen Welten in Bezug auf die Performance, Hitzeentwicklung, Lüfterlautstärke und Akkulaufzeit. Diese neuen MacBook Pros sind im Vergleich zu den Intel Macs ein echter Traum und richtige Arbeitstiere. In diesem Zusammenhang möchte ich euch auch nochmal mein ausführliches Testvideo zum M1 Pro MacBook Pro 14 Zoll ans Herz legen, wo ich nochmal auf viele Dinge mehr im Detail eingehe, als ich das in diesem Video tue. Und ich verlinke euch das Video natürlich am Ende dieses Videos und auch in der Beschreibung. Das waren jetzt meine Erfahrungen nach 6 Wochen mit meinem M1 Pro MacBook Pro 14 Zoll. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Video, euer Fabian.